Waage. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute, Waage, bist du vielleicht in einer nachdenklichen Stimmung, die dich dazu veranlasst, deine Grundwerte und deine Integrität neu zu bewerten. Eine solche Selbstbeobachtung kann erhellend sein und dir eine neue Perspektive bieten, die deine Handlungen mit deinem wahren Selbst in Einklang bringt, besonders inmitten deiner fleißigen Arbeitsmoral. Um diese introspektive Energie voll auszuschöpfen, solltest du ein Tagebuch führen, um deine Gedanken und Gefühle zu erforschen und zu formulieren. Diese Übung kann dir dabei helfen, dich mit deinen innersten Werten zu verbinden und sicherzustellen, dass deine täglichen Aktivitäten mit dem übereinstimmen, was dir wirklich wichtig ist. Die heutige Ausrichtung der Planeten verleiht deinen Interaktionen eine spielerische und zärtliche Qualität, besonders in engen Beziehungen. Während Worte vielleicht nicht ausreichen, um deine Gefühle auszudrücken, können Gesten und körperliche Zuneigung wie Umarmungen und Küsse deine Gefühle besser ausdrücken. Um diese Verbindung zu stärken und sicherzustellen, dass du in diesen Momenten ganz präsent bist, solltest du dein körperliches Wohlbefinden nicht vernachlässigen. Regelmäßiger Sport tut nicht nur deinem Körper gut, sondern fördert auch deine emotionale Wärme und dein Glücksgefühl und damit deine Fähigkeit, Zuneigung zu teilen und zu empfangen. Vielleicht stößt du auf Skepsis oder Kritik an einem innovativen Projekt oder einer Idee, für die du dich begeistert hast. Dies könnte ein Moment sein, in dem deine erfinderischen Konzepte, die möglicherweise mit einer neuen Erfindung zusammenhängen, einem Realitätscheck unterzogen werden. Solche Kritik ist zwar eine Herausforderung, aber auch eine Chance zur Verbesserung. Es ist wichtig, für konstruktives Feedback offen zu sein und es als Werkzeug zu nutzen, um deinen Plan zu stärken und zu verbessern. Denk daran, dass die bahnbrechendsten Ideen oft auf Widerstand stoßen, bevor sie Anerkennung und Erfolg haben. Die Energie des Tages lädt dich dazu ein, deine Komfortzone zu verlassen, indem du dich mit Menschen auseinandersetzt, die andere oder sogar gegensätzliche Standpunkte vertreten. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen kann unglaublich bereichernd sein, da sie dein Verständnis erweitert und dich zum Nachdenken über verschiedene Themen anregt. Wenn du dich auf diese Vielfalt einlässt, kann das zu anregenden und unkonventionellen Beziehungen führen, die dir Einblicke und Erfahrungen bieten, die weit über deinen bisherigen Horizont hinausgehen. Solche Interaktionen versprechen eine dynamische und bereichernde Ergänzung deines sozialen Umfelds und können deine Sichtweise und deinen Lebensansatz verändern. Mach dich bereit für eine bedeutende Veränderung, die auf dich zukommt. In dieser Zeit wird sich ein Ereignis oder eine Gelegenheit ergeben, die dein Leben völlig verändern könnte. Es ist eine Zeit, in der du offen für neue Möglichkeiten bist und bereit bist, große Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht nur eine kleine Veränderung, sondern etwas, das den Lauf deines Lebens grundlegend verändern könnte. Halte die Augen nach neuen Möglichkeiten offen und sei bereit, sie zu nutzen. Dies könnte der Moment sein, auf den du gewartet hast, um eine bedeutende Veränderung vorzunehmen. Das Quadrat zwischen Sonne und Uranus leitet eine Periode ein, die von Unvorhersehbarkeit und Veränderung geprägt ist und die Stabilität deiner Pläne und Projekte in Frage stellt. Dieses kosmische Ereignis kann etablierte Routinen ins Wanken bringen, aber auch als Katalysator für Kreativität und Innovation dienen. Für diejenigen, die sich ängstlich oder unsicher fühlen, sind diese Turbulenzen eine Erinnerung an die Fähigkeit von Uranus, originelle Gedanken und revolutionäre Ideen zu inspirieren. Nimm diese Phase der Störung als Chance für Wachstum wahr und erlaube der unvorhersehbaren Energie des Uranus, neue Denkweisen und neue Ansätze für Herausforderungen zu entwickeln. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarotlesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können.
Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarotlesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die zwei der Münzen unterstreicht, wie wichtig es ist, mehrere Aspekte deines Lebens gleichzeitig zu managen. Sie zeigt an, dass du wahrscheinlich mit verschiedenen Verantwortlichkeiten, Aufgaben oder sogar Herausforderungen konfrontiert bist, die alle deine Aufmerksamkeit erfordern. Diese Karte weist darauf hin, dass du flexibel und anpassungsfähig sein musst, um diese Anforderungen zu meistern. Sie erinnert dich daran, dass du das Jonglieren mit diesen Aspekten beherrschen musst, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Die Zwei der Münzen rät dir, deine Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und effiziente Wege zu finden, um deine Aufgaben zu erledigen. Es ist wichtig, dass du konzentriert und gelassen bleibst, damit du nicht von den ständigen Veränderungen und Anforderungen des Alltags überfordert wirst. Die Acht der Münzen steht für eine Phase, in der du dich auf die Entwicklung deiner Fähigkeiten, deine Hingabe und die sorgfältige Pflege deiner Arbeit oder deiner Hobbys konzentrierst. Diese Karte deutet auf eine Phase der konzentrierten Anstrengung hin, in der die Aufmerksamkeit für die kleinen Details entscheidend ist. Sie ermutigt dich, dich ständig zu verbessern und deine Fähigkeiten zu verbessern, sei es im Beruf oder bei einer persönlichen Leidenschaft. Die Acht der Münzen erinnert uns daran, dass Ausdauer, Geduld und beständiges Üben der Schlüssel zu Spitzenleistungen sind. Es geht darum, den Weg des Lernens anzunehmen und sich an den Fortschritten und Verbesserungen zu erfreuen. Deine Hingabe und dein Engagement für deine Arbeit oder dein Handwerk werden wahrscheinlich anerkannt und belohnt, sodass sich die harte Arbeit lohnt. Der Ritter der Münzen symbolisiert Verlässlichkeit, Gründlichkeit und eine methodische Herangehensweise, um Ziele zu erreichen. Diese Karte stellt eine Person dar, die Zuverlässigkeit, Verantwortung und harte Arbeit schätzt. Sie deutet darauf hin, dass du ein starkes Fundament hast und in der Lage bist, deine Ziele durch stetige und konsequente Arbeit zu erreichen. Der Ritter der Münzen ermutigt dich, fleißig zu sein, auf Präzision zu achten und sicherzustellen, dass jeder Aspekt deiner Arbeit oder deines Projekts sorgfältig durchdacht und ausgeführt wird. Auch wenn der Fortschritt langsam und schleichend erscheint, versichert die Karte, dass deine beharrlichen Bemühungen schließlich zu langfristigem Erfolg, Stabilität und Anerkennung führen werden. Diese Tarotdeutung mit der Zwei der Münzen, der Acht der Münzen und dem Ritter der Münzen betont insgesamt die Themen Ausgewogenheit, Hingabe und Zuverlässigkeit. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, verschiedene Aspekte deines Lebens effektiv zu managen und dabei flexibel und anpassungsfähig zu bleiben. Du wirst ermutigt, Zeit und Mühe zu investieren, um deine Fähigkeiten zu entwickeln und zu verfeinern, was zu beruflicher und persönlicher Erfüllung führen wird. Die Betonung der Zuverlässigkeit und des methodischen Ansatzes, die durch den Ritter der Münzen symbolisiert wird, gibt dir die Gewissheit, dass gründliche und konsequente Bemühungen zu nachhaltigem Erfolg führen werden. Diese Lektüre deutet auf eine Phase des Wachstums hin, in der du mehrere Verantwortlichkeiten unter einen Hut bringen, deine Fähigkeiten verbessern und bei allen Unternehmungen einen beständigen und zuverlässigen Ansatz verfolgen musst. Wenn du diese Aspekte gut durchdenkst, wirst du wahrscheinlich sowohl deine unmittelbaren als auch deine langfristigen Ziele erreichen.